Und damit, hey und herzlich willkommen zu der siebten Erzgebirge, eure Karrierefolge auf Erzler Games. Und das erste, was ich diese Folge mache, ist es euren Wunsch zu erfüllen, denn heute hole ich Neko Williams. Und ihr seht auf jeden Fall das Ende der Verhandlungen und wie es gelaufen ist. Ich biete mal am Anfang 600.000 Euro. Und das lehnt der Kloppo noch ab. Er will 980.000 Euro. 680.000 Euro. Und das lehnt er immer noch ab. Er will immer noch 980.000 Euro. Dann gehe ich jetzt auf 780.000 Euro. Und darüber müssen sie erstmal nachdenken. Und wer hätte es gedacht? Beim Nachdenken sind sie darauf gekommen, dass sie ihn für 980.000 Euro gehen lassen. Das nehme ich aber immer noch nicht an. Da verhandle ich nochmal. Ich sage 880.000 Euro und dann ist aber langsam Schluss. Und 880.000 Euro nimmt er an. Und damit können wir jetzt in die Vertragsverhandlungen für Neko Williams gehen. Er möchte sporadisch sein. Nehme ich auch so an. Nehme ich auch so an. Alles gut. Ich möchte ihn 5 Jahre lang bei Erzgebirge Aue sehen. Und das nehmen sie auch an. Ich habe kein Interesse an einer Freigabesumme, sie auch nicht. Und sie geben einen Gehalt vor und das ist schon mal sehr gut. Ich werde jetzt nur noch den Bonus entfernen und dann wird der zu uns kommen. Für 2.900 Euro in der Woche und einen kleinen Einstiegsbonus spielt Neko Williams ab jetzt bei Erzgebirge Aue. Und damit haben wir einen 64er Rechtsverteidiger mit ordentlich Potenzial für 880.000 Euro gekauft. Der hat einen Wert von 850.000 Euro. Für ein Talent ist das doch wohl auf jeden Fall in Ordnung. Und er verdient 2.900 Euro bei uns in der Woche. Und ihr habt auf jeden Fall in der letzten Folge dafür abgestimmt, dass Rizzuto den Verein verlassen soll. Und genau das mache ich möglich. Er verlässt Erzgebirge Aue Richtung RB Salzburg für 1,45 Millionen Euro. Wir bekommen davon 975.000 Euro. Und der liebe Helge Leonard hat sich dafür einen Lambo gekauft. Und wegen einer Verletzung von Rasmussen steht jetzt erstmal Nikolai Sessa im ZM. Und Testroth kann wieder im Sturm spielen, da er sich von seiner Verletzung mittlerweile erholt hat. Und ihr habt gesagt, ich soll auch Fahndrich abgeben, aber erst dabei einen Wert von 2,5 Millionen und dementsprechend werde ich das jetzt auch bieten oder sogar noch ein Stück höher bieten und wenn sie da abbrechen, dann können sie ihn eben nicht kaufen. Ja, aber wir kommen an die 2,5 Millionen auf jeden Fall schon relativ nah ran. Die Weiterverkaufsgebühren nehmen wir raus und wir bieten mal 2,55 Millionen. Und damit verlässt uns Fahndrich für 2,55 Millionen. Ein Angebot für Florian Krüger lehnen wir ab, weil ihr gesagt habt, den sollen wir auf jeden Fall behalten. Und dann habt ihr noch gesagt, ich soll einen Linksverteidiger-Backup von den freien Spielern verpflichten. Und da habe ich Bachmann verpflichtet. Auch wenn er nur eine 57 hat, ist er 16 Jahre alt und ist universell. Er kann Linksverteidiger, Innenverteidiger und Rechtsverteidiger spielen. Und ich denke, da kann uns weiterhelfen und hoffe natürlich, dass er ein ganz gutes Potenzial hat und sich weiterentwickeln kann. Wir sind nicht daran interessiert, Testroth zu verkaufen. Und wir haben ein neues monatliches Scouting-Update und hoffen natürlich wieder auf richtige neue Granaten. Hier haben wir zum Beispiel Kunz, der ist leider schlecht. Dreier, den nehmen wir erstmal mit. Kuhn ist leider auch schlecht. Und Maximilian Mayer könnte ganz gut sein und hat einen Wert von 650.000 Euro. Und den nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Ich sage es deshalb, es ist eine perfekte Aufgabe für ihn, erstmal ein Ersatzmittelfeldspieler zu sein. Und Baumgart fühlt sich wohl und deshalb werde ich ihn auch einsetzen. Gegen Wiesbaden geht Krüger erstmal auf die Bank und ich lasse Baumgart von Anfang an ran. Und dieses Spiel gegen Wiesbaden werden wir auch selber zocken. Und wir spielen heute in diesem Spiel das Debüt von Neko Williams für Erzgebirge Aue in der rechten Verteidigung. Der 19. Spieltag, zwei Teams des Tabellenmittelfeldes stehen sich hier gegenüber und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ausgehen wird. Und das war der Anstoß und wir sehen uns in der ersten wirklich interessanten Szene wieder. Fängt da gut einen Ball ab, kommt aber nicht ganz dahinter und dann macht er den Fehler, läuft mit und dann hat Kuhn zu viel Platz. Kuhn hat zu viel Platz, Orellana läuft mit zur Verteidigung, Orellana läuft mit hinter und hat zu viel Platz und den kann er schießen, aber Gonter klärt. Und Fehlpass von Wien Wiesbaden. Fahndrich hat da Platz. Fahndrich legt ihn nochmal ab auf Sessa. Und Sessa kommt leider nicht an Lindner vorbei.
Ditgen, zu viel Platz. Ditgen kann in die Mitte ziehen, aber Mendel hat den. Gontor macht zu, aber der flankt den in die Mitte, aber der kommt nicht an. Orellana auf Hochscheid. Hochscheid nochmal auf Orellana, aber der Pass kommt nicht an. Blöder Fehlpass. Das ist eine Einladung für Wiesbaden. Jetzt müssen wir aufpassen. Und den hat Bijovic aber nicht richtig. Doch, den hatte. Und Sessa jetzt in einer Kontersituation. Und er will den Ball auf Testrot bringen. Aber Testrot kommt nicht hinterher. Und jetzt muss Agu aufpassen. Ayani hat zu viel Platz. Kiech. Aber den hat Gontor. Hochscheid. Hochscheid. Schön gelaufen von Hochscheid. Spielt den auf Testrot. Aber leider kann er nicht weiterspielen. Ayani wieder zu viel Platz. Aber der kommt nicht an der Pass. Und Agu jetzt auf Fahndrich. Fahndrich auf Orellana. Und Orellana kann den vielleicht jetzt mal in die Mitte bringen. Auf Testrot, aber der kommt nicht richtig ran. Aber Orellana bleibt noch am Ball. Nein, er bleibt leider nicht am Ball. Und Testrot scheint sich in dieser Situation verletzt zu haben. Und jetzt ist es auch noch ein Konter. Ditgen. Ditgen ist durch. Kontersituation für Wiesbaden. Und gefährliche Grätsche. Und das ist das 1:0 für Wiesbaden. Und da sehen wir es auch. Testrot ist verletzt und wir müssen Krüger reinbringen. Testrot geht damit vom Platz und Krüger betritt den Rasen. Fängt den Ball da gut ab. Jetzt kann Orellana mal laufen, spielt den auf Hochscheid. Der spielt den schön in den Laufweg von Sessa. Und da legt den zurück auf Hochscheid nochmal, aber der kommt nicht ran und dann legt ihn sich Krüger zu weit vor. Aber Sessa kommt nochmal in den Ball, spielt den auf Krüger. Und Krüger schießt den zu ungefährlich. Auf Hochscheid. Da spielt den nochmal raus auf Williams. Und Williams mit einer schönen Flanke auf Orellana. Der auf Sessa. Und Sessa schießt, aber der kommt leider nicht in. Sessa kann den gut abfangen. Krüger wieder in der Vorwärtsbewegung. Der spielt den aber nochmal auf Baumgart. Baumgart spielt den auf Krüger, aber der kommt nicht ran. Durch einen Fehlpass von Wiesbaden kommen wir dann nochmal vor. Krüger spielt den auf Fahndrich und Fahndrich macht den leider nicht. Starke Parade von. Und wir kommen mit einem 1:0 Rückstand jetzt auch aus der Pause heraus und müssen das natürlich aufholen. Auf Fahndrich. Und Fahndrich macht einen richtig, richtig blöden Fehlpass. Orellana auf Sessa. Gut gespielt. Und der kommt glücklich nochmal zu Agu. Der spielt den wieder auf Sessa. Der spielt den auf Orellana. Orellana wieder in den Rückraum zu Baumgart. Baumgart auf Orellana. Und Orellana will da einen Mann zu viel ausnehmen. Krüger. Und da ist er durch. Und das ist das 2:0. Das ist viel zu einfach für Wiesbaden. Da ist eine riesige Lücke und der Pass kommt an. Und das wird jetzt richtig schwer. Diesen Runner, der spielt den nochmal auf Hochscheid. Der spielt den nochmal auf Orellana. Der auf Sessa und Sessa kann da mal schießen und der ist leider vorbei. Guten Balleroberung. Jetzt kann den Sessa verteilen. Der spielt auf Orellana und der spielt den auf Kuposovic. Der zieht zurück und schießt den hoffentlich und da wird er abgefälscht. Das gibt's gar nicht. Da ist wieder viel zu viel Platz und er kann sich durchsetzen. Da sind sie wieder frei vom Tor. Schäfer frei vom Tor. Mendel. Schäfer wieder frei vom Tor und das ist das 3:0. Das ist eine vernichtende Niederlage hier. Wir müssen jetzt wenigstens noch den Ehrentreffer landen. Und die sind durch. Und das ist fast wieder das 4:0. Und es ist das 4:0. Oder nein, zum Glück vorbei. Ich habe den schon drin. Ja, traurig. Es wird wohl jetzt 3:0 enden, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und es kommt noch ein 4:0. Das ist eigentlich kein Ergebnis, mit dem ich so gerne hier rausgehe. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und jetzt vielleicht kann ja nochmal Agu wenigstens nochmal hier ein Zeichen setzen. Und da spielt ihn nochmal auf Sessa und der sieht nochmal Agu. Und schöner Doppelpass. Und es ist wenigstens das 3:1, beziehungsweise das 1:3 aus Sicht von uns. Wenigstens das noch. Aber ich werde jetzt keine Musik einblenden oder irgendwas feiern, weil so ein Ergebnis kann man nicht feiern. Aber Orellana zeigt wenigstens, dass wir ihn brauchen. Und damit verlieren wir dieses Spiel am Ende mit 1:3. Wir kriegen wenigstens noch den Ehrentreffer, aber gehen in Wien unter. Und der Transfer Deadline Day ist da. Und eines ist vor allem wieder in der letzten Niederlage aufgefallen. Unsere Verteidigung ist viel zu offen. Und ich würde gerne in der Innenverteidigung nachhelfen, jetzt wo Gunther auch nur noch eine 69 hat und relativ alt ist. Und ihr habt da die Wahl. Soll ich lieber den freien Spieler Valery Ivanov verpflichten, von dem wir leider nicht sehr viel wissen, oder Ethan Ampadu von RB Leipzig, von dem wir leider auch nicht sehr viel wissen. Ich habe den mit dem Scout gefunden für vielversprechende Innenverteidiger. Und ihr könnt mir sagen, wen von beiden soll ich verpflichten oder vielleicht doch eher beide. Sagt's mir einfach.
Und das war's dementsprechend mit dieser Folge der Erzgebirge Aue Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Like da. Das ist dasselbe, du Idiot. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft von dieser Erzgebirge Aue Karriere nichts zu verpassen. Haut rein, euer Erzler Games.